Hey Leute, ganz kurze Ansage, bevor es mit dem Video losgeht. Und zwar habe ich einen Zweitkanal eröffnet, den werde ich euch hier oben verlinken und auch unten in der Infobox und in den Kommentaren, also ihr könnt ihn eigentlich nicht übersehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut und ein Abo da lasst, denn da wird wahrscheinlich diese Woche schon das erste Video online kommen, wahrscheinlich Samstag, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Da kommen Formate wie Vlogs und ganz viele andere Sachen, die ich hier auf dem Kanal nicht hochlade, also wenn euch sowas interessiert, dann checkt es sehr, sehr gerne ab. Und im ersten Video erkläre ich euch mitunter, wo ich eigentlich momentan bin, warum ich in Köln bin, ob ich wieder zurück nach Hamburg gehe und so weiter und so fort. Und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Sorry für die schlechten Lichtverhältnisse dieses Mal. Es war ein riesengroßes Kuddelmuddel und ja, also viel Spaß beim Zuschauen. So, ihr Lieben, lasst es euch schmecken. Oh, schon wieder eine Suppe. Ich könnte kotzen. Also hört mal, ich habe wirklich Besseres zu tun, als mich jeden Tag 2 Stunden in die Küche zu stellen, okay? Ach ja? Was denn? Naja, wenn du es wissen möchtest, momentan mache ich zum Beispiel so einen Libido-Workshop für Frauen im fortgeschrittenen Alter, um den Beckenboden wieder etwas zu stimulieren. Boah! Ja, nee, ist gut, Mama. Und ich habe auch einfach keine Lust. Also, findet euch damit ab. Wie war es denn in der Schule? Ja, war scheiße, wie immer. Also, ich habe eine 5 in Mathe wiederbekommen. Oh. Vor 3 Wochen. Ah ja. Aber ich habe deine Unterschrift schon gefälscht, also... Weiß ich doch, Liebes, habe ich schon längst gesehen, als ich neulich deinen Schulrucksack durchsucht habe. Oh, Mama! Was? So, da bin ich. Sorry für die Verspätung. Wie schön, dass du es auch einrichten konntest. Ja, tut mir nicht leid. Weiß ich doch, mein Schatz. Ich versuche es immer so lang wie möglich nach hinten zu verschieben, hier in die Höhle der Drachen zu kommen. 2 pubertäre Kinder, das ist einfach eine Nummer zu viel. Nicht so schlimm wie 2 gestresste Elternteile. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Oh, nee, nicht schon wieder eine Suppe. Hör mal, wer zu spät kommt, braucht sich überhaupt gar nicht zu beschweren. War heute auf der Arbeit wieder viel los oder warum musstest du länger bleiben? Ja, es war viel los, aber länger geblieben bin ich nicht, weil ich musste, sondern weil ich noch mit der Sekretärin geschnackselt habe. Rainer! Wow. Das war jetzt einer zu viel. Also echt, Papa. Schnackseln sagt kein Mensch, wenn, dann sagt wenigstens gebumst. Luis! Ich meine... Also, ja, ich nehme an, jetzt habe ich sie eh schon verkackt. Ja. Die Stimmung scheint mir jetzt hier gerade ein bisschen angespannt. Ja. Ja. Allerdings. Gut, wechseln wir das Thema, bevor ich dir später deine Eier abschneide. Ja, warum siehst du so müde aus, Felix? Ach, weil ich gestern wieder zu lang wach war. Ah ja, das Übliche. Also, hast du noch auf TikTok gechillt? Nee, ich bin aus dem Fenster geklettert und hab mir mit den Jungs im Park einen reingestellt, aber sag's nicht, Mama. Ich sitz mit am Tisch und du denkst auch, ich wäre von gestern, hm? Denkst du, ich hätte die Fahne, die du heute Morgen hattest, nicht gerochen? Und woher hast du den Alkohol? Naja, woher wohl? Aus eurer Vitrine. Ah, deswegen ist der Haselnuss-Schnaps immer so schnell leer. Ich dachte schon, Renate würde den immer wegkippen. Ich bitte dich. Der hat mir viel zu wenig Umdrehung. Also, ich wollte nur schon mal Bescheid geben, dass ich am Wochenende bei Lisa schlafe. Also, eigentlich bei Lars, aber ich sag bei Lisa. Gut, aber dann verhütet wenigstens ordentlich. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist dein Enkelkind. Nee, das wäre wirklich eine Katastrophe. Da fällt mir ein, guck mal, was ich gefunden habe. Ein altes Foto von dir. Richtig süß siehst du da aus. Wahrscheinlich ganz wie der Papa. Nee, aber... An irgendwen erinnerst du mich da? Ja, ne? Mich irgendwie auch, aber ich komme nicht drauf. Ah, ich hab's! An unserem Putzmann von damals, weißt du noch? Ja, stimmt! Ich sehe voll aus wie der Putzmann von damals! Ja, total, der war doch immer so nett. Mama? Also, ich weiß nicht, worauf ihr anspielt. Renate, ich hab's immer gewusst. Das war's wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt, as always. Lasst mir doch gerne ein Abo da, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt. Das würde mich und meine Arbeit sehr unterstützen. Außerdem bekommt ihr dann im besten Fall, wenn ihr auch noch die Glocke drückt, immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt. Schreibt mir gerne Anmerkungen, Feedback, weitere Videovorschläge oder auch sehr gerne, ob ihr mit der einen oder anderen Sache relaten konntet. Und in die Kommentare, ihr wisst, ich lese mir immer alles durch und ich freue mich immer mega über eure Kommentare und zu lesen, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Und ja, ich bin übrigens auch noch bei TikTok und bei Instagram am Start. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Auf Instagram gebe ich auch mal persönlichere Einblicke, Dinge, die ihr hier vielleicht nicht seht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns hier in ein paar Tagen wieder. Ich hoffe, euch geht's gut. Bis dann. Tschüss.